So, hallo zusammen. Und ich habe jetzt einfach mal kurz auf Aufnahme gedrückt, damit ich euch das mal jetzt zeige. Ich habe im letzten Video ja über Talente gesprochen. Da habe ich ja die neue Karriere angefangen oder einfach mal gezeigt, wie ich die Karriere angehe, wenn ich loslege. Und ich habe ja bei Sandhausen jetzt angefangen. Und ich habe gesagt, es gibt Spieler, die einfach sehr viel Potenzial haben. Da haben wir Tenasya genannt als Torhüter und ich habe ja Moukoko als Stürmer euch angeboten, dass ihr den auf jeden Fall verpflichten sollt von Dortmund, weil der wirklich eine große Zukunft hat. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Wir sind im Jahr 27 und er ist einfach Weltfußballer geworden. Das zum einen, jetzt zeige ich euch mal meinen Manager, den ich jetzt spiele. Da können wir jetzt kurz ein bisschen unterbrechen vor dem nächsten Champions League Spiel. Das wird jetzt kein langes Video, aber ich möchte euch einfach mal zeigen, wie sich die Spiele entwickelt haben. Ich habe beide Spieler bei Regensburg gehabt und wie man sieht, bin ich jetzt bei Bayern München gelandet. Jetzt muss ich noch schnell noch den Sponsorenvertrag abschließen. Man sieht hier, das sind schon andere Summen. Aber ich zeige euch jetzt mal die zwei Spieler. Zum ersten habe ich gesagt, Moukoko. 6 Spiele, 10 Tore, ist immer noch 22 Jahre jung. Also das ist schon unglaublich. Denke, es fängt ja mit 15 an. Also das ist schon. Und da gehen wir mal auf Transfers, dann zeige ich euch das mal. Ich habe ihn damals für 6 Millionen nach Regensburg geholt. Im Jahr 22 aber erst, also nicht jetzt ausgeliehen, sondern dann direkt gekauft für 6 Millionen. War natürlich überwert, aber dann sieht man, was er da schon für eine Quote gehabt hat. Und jetzt, wo ich natürlich bei Bayern gelandet bin, wollte ich ihn unbedingt zurückhaben. Tab stolze 103 Millionen bezahlt für ihn. Man sieht, der Wert liegt jetzt schon bei 149 Millionen. Die Entwicklung sieht man hier. Er ist noch nicht am Ende, wie gesagt. Das wird mit Abstand der beste Spieler der Welt werden. So, und dann schauen wir uns jetzt nochmal Tenas an. Die gleiche Entwicklung. Auch wieder nach Regensburg geholt. Und da sieht man, ich habe ihn damals nicht halten können. Für stolze 183 Millionen verkauft an Dortmund. Und jetzt mit Bayern wollte ich natürlich wieder zurückverpflichten. 123 Millionen bezahlt. Natürlich ist der Wert 96 Millionen. Jetzt unter der Ablöse, aber man sieht seine Werte. Er ist zurzeit der beste Torwart der Welt. Also, das sind zwei Stürmer, wie man hier sieht. Ich habe bei Regensburg 2,2 Millionen bezahlt und ich auch bei Sandhausen haben wir jetzt, glaube ich, 2 Millionen Kaufoption. Super. Also die zwei müsst ihr euch unbedingt verpflichten. Und natürlich entscheidend ist halt immer, dass sie auch spielen. Das heißt, egal wie talentiert sie sind, entscheidend ist, dass sie auch tatsächlich ihre Spielminuten bekommen. Dann entwickeln sie sich wirklich sehr gut. Vor allem bei Moukoko ist es wirklich so. Ich zeige euch, dass die Spieler mit dem System mit zwei Stürmern, seine Lieblingsposition ist auf der rechten Seite, weil er Linksfüßler ist. Also der ist am torgefährlichsten. Ja, was kann man euch noch zeigen? Also ich habe durchaus noch ein paar Talente, die sich einigermaßen entwickelt haben. Aber in dieser Größenordnung, also wir können jetzt Xerxes anschauen von Dortmund, von Bayern. Dortmund sage ich schon, kann man nicht sagen. Bleibt konstant. Nicht so torgefährlich, aber ist auch trotzdem ein sehr, sehr guter Stürmer und immer noch halt sehr jung. Also, wenn ihr solche Spieler wirklich verpflichten könnt, dann tut das. Mein Geheimfavorit ist Perez. Das ist ein super Spieler. Ich habe ihn damals ablösefrei nach Regensburg geholt. Das ist eine Bank in der Innenverteidigung. Also, ein nächster Tipp. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, die Spieler, die jetzt da sind, Davies und so weiter, Kimmich spielt auch noch, Pavard.
dass das natürlich gute Spiele sind, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Ein Spieler möchte ich auf jeden Fall noch als Empfehlung geben. Benjamin Hendricks hat keine unglaubliche Entwicklung gemacht, aber der ist echt brutal konstant. Der spielt wirklich Bank und der Vorteil ist, er spielt Rechts- und Linksverteidiger. Das heißt, er kann auf beiden Positionen einspringen. Er hat sogar noch rechtes Mittelfeld recht ordentlich mit 73. Also, das ist ein Spieler, der wirklich als Backup super ist, ab einer bestimmten Größe. Also, ist jetzt natürlich eine andere Größenordnung oder eine andere Mannschaft wie jetzt Sandhausen. Ich glaube, wir sind jetzt hier bei Stärke. Da sehen wir es schon, 978. Also, wir sind, glaube ich, auch die stärkste Mannschaft der Welt zurzeit. Und ja. Okay, das war's dann eigentlich schon. Ich wollte euch das nur einfach mal zeigen, um es euch mehr oder weniger zu beweisen. Also das sind auf jeden Fall sehr gute und sehr gute und sehr erfolgreiche Spieler und auch gute Investitionen. Und daher ist jetzt hier noch ein Spieler, den hatte ich nicht auf dem Schirm, von Palmeiras, den habe ich jetzt zu Bayern geholt. Das ist auch ein super Spieler, wenn man sich die Werte hier anschaut. Unfassbar. Also Patrick de Paula ist auch so ein Spieler. Der kostet natürlich ordentlich Geld, aber er ist jeden Cent wert. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir schon mal das Video und wir sehen uns natürlich bei dem nächsten Video Teil 2 für den Karrierestart. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.